Volle ungerade Stunde und das rund um die Uhr. Bei RTV heißt das Magazinzeit. Herzlich willkommen dazu. Und heute ist es ein Extra-Magazin, und zwar ein Magazin aus Bad Schlema. Es wurde gefeiert über das Pfingstwochenende hinweg, und zwar 100 Jahre Kuhbetrieb hier im Schlematal. Und Hanka Kühn und Ted Meyer, das sind die beiden, die das Jubiläum hier koordiniert haben. Und Hanka Kühn ist ja zum Beispiel auch noch bei den Karo Dancers voll mit dabei und also in die großen Galas integriert. Wie umfangreich waren denn diese Vorbereitungen, dass hier wirklich auch über Pfingsten gefeiert werden konnte? Ja, die Vorbereitungen waren schon sehr umfangreich, das kann man so sagen. Wir haben täglich trainiert, die Choreografien erstellt, die Bühne entsprechend umgestaltet. Also das war ordentlich. Aber wir freuen uns, dass es jetzt alles so funktioniert und freuen uns auf die Shows. Vielleicht erzählen Sie mal ganz kurz noch, wie wurde denn dann hier geprobt, wie wurde denn hier vorbereitet? Welchen Umfang hatte das insgesamt? Also die ersten Proben haben natürlich in den Räumlichkeiten der Tanzschule Karo Dances stattgefunden. Und da haben wir uns einfach in unserem Trainingssaal zum Beispiel die Bühne nachempfunden, indem wir das auf dem Boden abgeklebt haben entsprechend. Aber dann waren wir ganz happy, als wir im Kulturhaus Aktivist aktiv auf der Bühne uns vorbereiten konnten. Ja, in der Vorbereitung gab es bestimmt auch mal ein paar Meinungen, die da gesagt haben, naja, 100 Jahre Kurbetrieb in Bad Schlema oder im Schlematal allgemein. Das kann doch so eigentlich gar nicht stimmen, aber es ist ja verbrieft. Vor 100 Jahren ging es richtig los, oder sehe ich das jetzt falsch? Nein, Sie sehen das genau richtig. Genau vor 100 Jahren hat hier der Kurbetrieb begonnen mit einer kleinen Unterbrechung, aber jetzt wird er ja wieder durchgeführt. Mit was hatte man denn damals begonnen? Da gab es ja noch nicht dieses große Kurmittelhaus und so weiter. Doch, auch damals gab es ein großes Kurmittelhaus und das ist ganz, ganz beachtlich. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich zum Beispiel eine Ausstellung anzuschauen, weil es ist wirklich ganz enorm, wie groß das Kurmittelhaus war und was es hier in Bad Schlema gegeben hat. Und es gab Trinkkuren damals, ne? Richtig. Trinkkuren, Badekuren und Luftkuren. Also so ähnlich, wie das auch heute noch ist, nur halt heutzutage ist der Wellnessfaktor ein kleines bisschen mehr mit dabei. Jetzt mal zu den Karo Dancers. Bei Großveranstaltungen sind sie ja natürlich teils im Freien schon mit ganz vielen Erfahrungen gesegnet. Von daher war das vielleicht zum Jubiläum nichts komplett Neues für die Karo Dancers, oder? Das kann man so sagen, genau. Wir haben schon einige Veranstaltungen gemacht, unter anderem im Kurpark von Bad Schlema und sind von daher den Vorbereitungsstress und die ganzen Dinge, die dazugehören, gewöhnt. Wie war denn die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und den Karo Dancers? Da gab es ja dann auch noch Trainingsräume und so weiter. Wer will antworten? Also die Zusammenarbeit mit der Gemeinde war spektakulär großartig. Wir sind ja vor anderthalb Jahren gefragt worden, ob wir die Koordination übernehmen können, und haben dann uns erstmal Wege gesucht, wie wir zueinander finden. Der Weg ist spektakulär. Er ist einfach unerhört wie die Show. Die heißt Unerhört, ne? Und die Show heißt Unerhört. Genauso wunderbar unerhört, wie das Wetter heute hier ist. Und das, ich denke mal, dass Schlema jetzt erhört werden wird. Okay, hoffentlich ist es auch so. Das kann man natürlich nicht alles alleine organisieren. Wer hat Ihnen denn da noch geholfen? Muss man sich da oder kann man sich da auch mal bedanken? Ja, natürlich. Also zum einen haben wir ein Festkomitee, was das Festjahr mit vorbereitet, und zum anderen ist es ganz wichtig, gerade in Bezug auf die Show, dass wir wirklich da den Eltern und allen Unterstützern und Sponsoren der Tanzschule Karo Dancers hier an dieser Stelle nochmal Danke sagen. Und Ted Meyer, was sind denn so die persönlichen Veranstaltungshighlights für euch? Für uns die persönlichen Highlights sind auf jeden Fall ganz klar die Show, wo wir sagen, okay, das ist der E-Punkt auf das Festwochenende. Es ist auch wirklich eine Gala. Und jetzt sitzen wir hier oder stehen wir hier auf dem Boulevard und der ist voll bis unter das Dach. Dann sollte das aber auch gleich hinterher ein Highlight sein. Das Wetter und dass man auch wirklich gut hier flanieren kann, ne? Richtig, also es ist ja Badewetter. Was wollen wir denn noch mehr? Okay, dann sind wir ja auch in Bad Schlema ganz richtig. Ja, und unsere persönlichen Highlights, ja, vielleicht nicht nur unsere, sondern die wirklich großen Highlights, die haben wir für Sie jetzt erst einmal in unserem ersten Beitrag zusammengefasst. Pfingsten in Bad Schlema. Der gesamte Ort ist auf den Beinen, denn es gibt etwas zu feiern. 100 Jahre ist es her, dass hier die ersten Kuren angewendet wurden. Natürlich vorkommendes Radon machte die Region bekannt, bis hier durch die SDAG Wismut die Landschaft förmlich umgekrempelt wurde. Heute kann das Jubiläum mit Recht gefeiert werden. Kuranwendungen sind längst wieder an der Tagesordnung und machten Bad Schlema nach der Wende Stück für Stück wieder zu dem,
was es heute ist. Entsprechend umfangreich war das Programm. Die Promenade am Kurbad wurde zur Festmeile, begonnen am Musikpavillon bis hin zum Eingang des Kurparks mit dem großen Sonnensegel. Und weil auch das Wetter passte, kamen die vorhergesagten rund 15.000 Besucher in die Kurbadgemeinde. 3 Tage, vor allem Musik, Wanderungen, Wellness, Beauty und viele Mitmachaktionen für Groß und Klein. Auffallend viele Gäste waren historisch gekleidet. Das passte zum 100-Jährigen, das auch vom Kneippverein mitgestaltet wurde. In altertümlicher Unterwäsche erzählten sie vom Baden in Bad Schlema. Unterdessen gaben sich bei Chefkoch Benjamin Unger auf der Bühne gleich 3 Persönlichkeiten quasi den Löffel in die Hand. Badeärztin Dr. Inna Furch, Brunnenmädchen Stefanie und Bürgermeister Jens Müller zauberten gemeinsam mit dem Fernsehkoch tolle Gerichte auf den Teller, die auch zur Wellness beitragen können. Man kann es ja nicht nur kochen, aber ein kleines Talent muss schon ein bisschen dabei sein. Es ist ja nicht nur kochen. Das ist ja. Ich denke mir dahinter. Ähnlich wie du deine Aufgabe dort wahrnimmst, ist es bei uns nicht viel anders. Wir sind dort so viel in Deutschland unterwegs und permanent unterwegs und überall unterwegs, dass wir dort genauso die Region irgendwo verkörpern. Das ist ein spannender Beruf. Das ist auch so im Allgemeinen spannend. Ne? Für große Fahrzeuge und leuchtende Kinderaugen sorgte die Feuerwehr des Ortes mit einer Blaulichtmeile gemeinsam mit anderen Rettungs- und Hilfsdiensten. Ausnahmsweise durfte die Flaniermeile sogar befahren werden, aber nur von Oldtimer-Fahrzeugen. Der 1. Auer MSC hatte zur Oldtimer-Ausfahrt eingeladen. Mehr als 40 Fahrzeuge auf 2, 3 oder 4 Rädern gab es zu sehen, die schließlich die 1930 hier durchgeführte ADAC-Rallye am Feuerwehrgerätehaus nachstellten. Mit eben diesen Fahrzeugen reisten dann Gäste zur Gala an. Stilvoll empfangen und schon vor der eigentlichen Show gut unterhalten. Gut. So, ja, was wollte ich noch sagen? Ach, wenn Sie möchten, können Sie auch einen kleinen Vortrag erleben am morgigen Abend. Ja, ja, danke. Ich habe Ihnen da vielleicht was vorbereitet. Eine große Show zum Beispiel. Unerhörte 100 nennt sich die. Die Unerhörten 100, eine Show, die ihresgleichen sucht. Ausgestaltet vor allem von den Karo-Dancers, die auch untrennbar mit Bad Schlema verbunden sind. Thank you.
100 Jahre Kurbetrieb im Schlemmertal. Das waren 3 Tage mit Vorträgen, Wanderungen, Ausstellungen, Kinderprogramm und ganz viel Musik. Ein rundum gelungenes Pfingstwochenende. Und jetzt muss keiner mehr an die große Unbekannte denken, an das Wetter. Denn das zeigte sich über Pfingsten von seiner schönsten Seite und machte das Schlemmertal eben noch einladender. Natürlich ist hier in Bad Schlema, wenn zu Pfingsten 100 Jahre Kurbetrieb im Schlemmertal gefeiert wird, auch hier am Musikpavillon einiges los. Und bei mir ist jetzt Bürgermeister Jens Müller. Jens Müller, wo stehen wir denn hier genau? Ja, wir sind unmittelbar im Kurzentrum. Hinter mir verläuft der Kurboulevard und am Musikpavillon. Und wir hören gerade ein Gastkonzert der Chopin-Schule aus Marienbad. Also hier ist immer was los, auf jeden Fall, wenn hier gefeiert wird. Viele Spenden gab es zu diesem Jubiläum. Von 5 Euro bis 5.000 Euro hat natürlich alles sehr geholfen, oder? Definitiv. Wenn man Feste feiern will, braucht man auch Geld. Das ist nun unmittelbar so. Man braucht Helfer, viele ehrenamtliche Helfer. Man braucht Sachspenden. Und da möchte ich an dieser Stelle allen Helfern, die in irgendeiner Weise, und das sind sehr viele, sicherlich 200 Stück, wenn man sich mal so zusammenrechnet, die ganzen Helfer, die da hinter der Bühne stehen und seit Wochen hier das vorbereiten, danken. Ob es 5 Euro waren, ob es 100 Euro waren oder dreistelliger Bereich, die haben alle geholfen, um überhaupt dieses Festwochenende und dieses Festjahr mit vielen Veranstaltungen zu füllen. Ja, und Sie sind ja praktischerweise auch ein Kind Bad Schlemers. Wann haben Sie denn angefangen, diese Veränderungen hier in Bad Schlemer so ganz bewusst wahrzunehmen auch? Ich bin natürlich in Bad Schlema geboren. Das ist ja keine Kunst. Die Frauenklinik war hier und das sind die vielen in der Region, sind in Bad Schlema geboren. Und bin auch in Bad Schlema aufgewachsen, habe meine größte Zeit der Kindheit und Jugend hier verbracht. Hab das aber nicht so bewusst mit Wismut und Bergbau wahrgenommen. Für uns war das Abenteuer, was hier passiert ist. Man hat das eigentlich so richtig nach Ende des Bergbaus erst wahrgenommen, was hier eigentlich los war und wo dann die ersten Sanierungsarbeiten begonnen, was hier eigentlich passiert, was mit dem Ort gemacht worden ist und welche grandiose und einzigartige Radiobordgeschichte dieser Ort hatte. Und mein Kollege Frank Mieting, der ist ja auch hier ausgebildet worden von 82 bis 85 und der hatte jetzt ein Treffen ehemaliger Azubis aus ganz Deutschland und die haben natürlich Bauklötze gestaunt, inwieweit sich Bad Schlema hier verändert hat. Wie krass sind denn diese Veränderungen der letzten 25 Jahre? Ja, es ist in der Tat so, der Ort hat sich in den letzten 28 Jahren gravierend geändert. Da steht fast kein Stein mehr, wo er vorher stand. Und hier ist wirklich das Wunder von Bad Schlema eingetreten. Die blühenden Landschaften sind hier entstanden in so kurzer Zeit. Das darf man nicht vergessen. 28 Jahre sind einer Ortsentwicklung eine kleine Zeit. Und dieser Umbruch, denke ich, ist in Bad Schlema bestens gelungen. Natürlich darf man nicht vergessen, wir haben uns in den 90er Jahren dank meines Vorgängers und einigen Mitstreitern auf den Weg des Kurdes gemacht. Und da gibt es noch viel in Zukunft zu tun, den weiter auszugestalten. Und wir schauen jetzt aber mal ein Vierteljahrhundert in die Geschichte zurück. Es gab einen Film, den hat mein Kollege Frank Mietling damals produziert, der heißt Eslam isse Büchel. Und da geht es auch um Bergbau und um die Wismut und um Klaus Günther, einen der tragikomischen Helden der legendären Krippelkiefern, der 1991 seinen Job als Bergmar verlor und in ungewisse Zukunft schaute. An den Einsisch im Winter fängt die Trauergeschichte an. Du verlor der Klaus Günther sein Job als Bergmann. Er hat viel gerochert im finsteren Schacht. Doch du kam der Treihand und hat dich gemacht. Klaus Günther ist in den Songs einer der tragikomischen Helden, in deren Schicksalen sich viele Erzgebirge wiederfinden. So wie Klaus Günther verloren 1990 tausende Kumpel ihren Job. Mit der sowjetisch-deutschen Aktiengesellschaft SDAG Wismut beendete in einer Region, die Jahrhunderte vom Bergbau lebte, der größte Arbeitgeber fast zeitgleich zum Niedergang der DDR die Förderung von Uranerz. Die deutschen Wissenschaftler hatten bis 1945 kaum Uranvorräte prognostiziert. Ab 1945, 1946 begann eine intensive Suche
Und man kann sagen, dass ca. 60% des Urans für die sowjetische Atombombe zwischen den Jahren 46 und 50 aus dem Erzgebirge kam. Das heißt, das Erzgebirge war der eigentliche Initiator für die Rohstoffsituation der russischen oder sowjetischen Atombombe. Dem Bergbau waren ganze Ortsteile zum Opfer gefallen. Riesige Halden prägten über Jahrzehnte die Landschaft. Heute ist die Wismut GmbH ein Sanierungsunternehmen des Bundes, das Bergbauschäden beseitigt. Bis 2010 soll die Sanierung weitgehend beendet sein. Ja, am Ende sieht es ja schon ganz gut aus, aber der Film ist ja, wie gesagt, auch schon 10 Jahre alt. Aber Jens Müller, Bürgermeister hier in Bad Schlema, was haben Sie eigentlich kurz nach der Wende von der Handvoll verrückte Leute um Ihren Vorgänger Konrad Barth gehalten, die sich da aufmachten, das Kurbad wieder herzustellen? Ja, die Anfänge und die Gruppe um den Konrad Barth herum, die wurden natürlich für verrückt erklärt. Die wurden teilweise ausgelacht, es wurde mit dem Finger drauf gezeigt und es wurde als Spinnerei abgetan. Aber ich denke mal, das war wahrscheinlich der einzige Weg, die einzige Chance, so einen Ort wieder eine Zukunft zu geben, eine Identität zu geben. Denn was wäre denn mit dem Ort geworden, es hätte die Wismutsanierung nicht gegeben. Was wäre denn mit dem Ort geworden, es wäre der Kurbadweg nicht eingeschlagen worden. Ich glaube mal, wir haben auch nicht die Flächen, uns zu einem Ort zu entwickeln mit Gewerbebetrieben. Da sind die Flächen gar nicht da. Ich denke mal, das war das einzige Richtige und das einzige, was überhaupt zur Debatte stand, wieder dort anzuknüpfen, wo man zwangsläufig aufhören musste. Mitte der 50er Jahre wieder an die Kurbetradition anzuknüpfen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir 100 Jahre Kurbetrieb jetzt am Pfingstwochenende feiern. Also aus den Visionen ist Wirklichkeit geworden, aber jetzt momentan geistert ja so dieses andere Thema immer in Schlema umher. Es geht ja um die Fusion zwischen Bad Schlema und Aue. Muss man Angst haben, dass, wenn man bei der Wismut bleiben und beim Uran, dass da der Ort so ein bisschen gespalten wird? Ja, muss man überhaupt nicht. Die Ängste kann ich voll nehmen. Am Ende sind es rein wirtschaftliche Gründe, so eine Fusion zu machen. Die Welt dreht sich weiter, die Bedingungen ringsum ändern sich und wir müssen uns als Ort auch anpassen. Und die Demografie, das ist am Ende ein Problem, wo man Antworten geben kann. Und wenn man weniger wird und überaltert ist, muss man am Ende andere Wege finden. Und die Fusion wird uns sichern, dass wir in Zukunft unsere Pflichtaufgaben ordnungsgemäß wahrnehmen können und darüber hinaus noch uns viele, viele freiwillige Aufgaben leisten können. Und ich denke mal, Identitätsverlust, was als Ängstrum, das ist völlig unberechtfertigt, denn wir haben nicht bewusst gesagt, wir machen das über eine Fusion und nicht Eingemeindung. Und Fusion heißt, Aue und Bad Schlema lassen beiderseitig Federn, geben ihre Eigenständigkeit Ende des Jahres auf, fusionieren gemeinsam in eine neue Stadt und die Identität wird weiterhin gewährleistet durch den Doppelname Aue-Bad Schlema und durch die Bildung von Ortsteilen. Wir werden also zukünftig 4 gleichrangige Ortsteile haben, Stadt Aue, die Gemeinde Bad Schlema, die Gemeinde Wildbach, die wir jetzt schon als Ortsteil reinbringen und auch der Alb-Rodauer Ortsteil wird eine Ortschaftsverfassung bekommen und damit ist die Identität gewahrt und keiner braucht sich hier Gedanken zu machen, dass irgendwas verloren geht. Und unser Kurort, letztendlich unser Kurorttitel, wird auch genauso in Zukunft eine Rolle spielen und wir werden unsere Kurortentwicklung auch in Zukunft weiter ausgestalten können. Ein Bad Schlema bleibt also ein Bad Schlema. Aue. Auf jeden Fall, wir werden aus dem Bad Schlema keine Aue machen. Das haben wir mit den Wildbachern damals auch nicht gemacht. Die Wildbacher sind Wildbacher, auch in Zukunft. Die Schlemacher bleiben Bad Schlemacher und die Aue bleiben Aue. Okay, ja und wir schauen jetzt mal auf einiges Neues. Eine neue Städtepartnerschaft zum Beispiel oder auch das Brunnenmädchen und auf Richard Friedrich mal in ganz neuer Aufmachung. Komm rei, setz dich, iss ein Kloß mit. So begrüßt man Freunde im Erzgebirge. Und so kamen sie rein in die Jägerklause Wildbach, setzten sich und speisten gemeinsam. Der Anlass eine Hochzeit. Nachdem bereits seit vielen Jahren eine Partnerschaft zwischen den Gemeinden Bad Schlema und Rechberghausen in Baden-Württemberg besteht, wurde nun die Partnerschaft mit der Gemeinde Elk im Schweizer Kanton Zürich besiegelt. Das 100-jährige Kurbetriebsjubiläum war dazu gleich der geeignete Anlass, um die Partnerschaft auch urkundlich zu besiegeln. Entsprechende Beschlüsse wurden durch die Gemeinderäte bereits Mitte 2017 gefasst. Fortan wollen beide Gemeinden die freundschaftlichen Aktivitäten, insbesondere in wirtschaftlichen, touristischen, kulturellen und sportlichen Bereichen fördern. Als sichtbares Zeichen sollen, so Bürgermeister Jens Müller, Hinweistafeln aufgestellt werden.
Er freut sich besonders darüber, wie positiv und erstaunt die Delegation aus Elk die Entwicklung Bad Schlemers aufgenommen hat. Nun muss die Partnerschaft mit Leben erfüllt werden. Ein Gegenbesuch ist bereits geplant. Eingefädelt hat diese Partnerschaft Beat Bünzli, Geschäftsführer des Hotels am Kurhaus. Er stammt aus der Gemeinde Elk. Sicherlich wird die Kunde von der Kurbadgemeinde nun weitergetragen. Damit das aber nicht nur den Partnergemeinden überlassen bleibt, waren Ideen gefragt. Wie denn Bad Schlema zum einen das große Jubiläum zum Kurbetrieb bewerben und zum anderen etwas Nachhaltiges als Souvenir erschaffen kann. Gefunden hat man diese in unkonventionellen Dingen und diese noch vor dem Festwochenende den Medien vorgestellt. Ein Festbuch ist da schon nahezu obligatorisch. Darüber hinaus stellte man aber auch Gesichtspflege her, braute in der einheimischen Brauerei ein Festbier und schickte die geschichtsträchtigen Figuren Brunnenmädchen und Richard Friedrich als Holzfiguren in alle Welt. Die hatte Kunsthandwerker Siegfried Werner in seiner Seifener Holzmanufaktur hergestellt. Inzwischen hat er sogar noch einen draufgesetzt. Die Bad Schlemaer Brunnenmädchen, alles handgefertigte Unikate, halten in ihrer rechten Hand einen Wasserkrug, um das kostbare Radenwasser auszuschenken. Der wurde eigens für diese Figur mundgeblasen von Gerald Vogel, dem Landesinnungsobmeister der Thüringer Glasbläser. Gesellschaft haben sie inzwischen auch bekommen, denn Werner hat nun noch die beiden Symbolfiguren für den Kurbetrieb, den Werkbaumeister des Blaufarbenwerkes und Entdecker der Radionwässer Richard Friedrich und das Brunnenmädchen zusammen mit dem Ortswappen auf einem Brettchen verewigt. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Hundert Jahre Kurbetrieb im Schlemertal und schauen Sie mal, auch das hier ist Schlema, Bad Schlema, steht zwar Fleur de Paris drauf, aber ich mach's mal auf hier. Das ist ein Produkt, ein Parfum, was hier in dieser Kurbadgemeinde auch hergestellt wird. Das ist sozusagen Weltniveau hier aus Bad Schlema. Machen wir aber auch wieder zu, weil es ist wirklich ziemlich wertvoll und reden weiter über entsprechende Wellnessangebote oder Wellness allgemein. Denn ein Tag zum Jubiläum 100 Jahre Kurbetrieb im Schlematal war auch der Wellness-Tag. Und jetzt ist bei mir die Marion Thomas und die ist Chefin vom Reformhaus hier am Kurbad. Ja, es ist ja erstaunlich, welches Wellness-Netzwerk hier in Bad Schlema aufgemacht worden ist oder gegründet worden ist mit MBR und Beauty-Spa-Firmen, die Weltprodukte in Frage Wellness herstellen. Und die sind auch teilweise bei Ihnen im Reformhaus erhältlich. Das ist richtig. Das Wellness-Netzwerk gibt es schon ganz lange, weil im Bad gibt es ja eine sehr gute Wellness-Abteilung, wo die Produkte angewendet werden. Und wer sie dann mit nach Hause nehmen möchte, der kann die bei uns kaufen. Produziert wird es in der Firma Beauty Spa hier in Bad Schlema, eine gerade erst ausgezeichnete Firma der Frau Rösler und die Tochter der Frau Rösler, die Frau Jauch. Die hat eine ganz tolle Kosmetikserie kreiert, Algodream.
Algodrim sagt es schon, das ist die grüne Mikroalge, die dort verarbeitet wird. Eine sehr, sehr intensive Kosmetik, die auch wirklich sehr gut wirkt, kann ich bestätigen. Und die haben wir im Angebot zum Festwochenende natürlich mit Bonbon 10% Rabatt. Die Frau Jauch hat die jetzt gerade im Bad vorgestellt. Es ist eine sehr angenehme Zusammenarbeit und Was macht denn das Reformhaus bei Ihnen überhaupt aus? Was bieten Sie an? Das Angebot ist sehr breit im Reformhaus. Das heißt, wir haben von freiverkäuflichen Arzneimitteln über Lebensmitteln, Diätlebensmitteln, Naschereien natürlich gehören auch dazu, Getränken, Naturkosmetik, also ein ganz breites Sortiment und müssen uns natürlich auch damit auskennen. Und vielleicht auch ein bisschen besser sein als im Internet zum Beispiel, weil hier gibt es ja die Beratung im Prinzip gratis gleich mit obendrauf. Das ist richtig. Die Beratung gibt es kostenlos, die Beratung gibt es ganz individuell. Und natürlich hat man dann auch Zeit, mal nachzufragen, ob das auch wirklich das Produkt ist, was zu dem Menschen passt, zu den Bedürfnissen. Ja, hier hinter uns ist ja das Reformhaus am Kurbad und das ist mitten in einer Flaniermeile hier in Bad Schlema, der sogenannte Richard-Friedrich-Boulevard, direkt am Kurbad. Was macht denn diese Flaniermeile überhaupt aus? Wir sind hier seit 1999, das heißt 20 Jahre im nächsten Jahr. Das sind alles inhabergeführte Geschäfte, also keine Ketten, keine Filialisten, sondern jeder hat einen eigenen Inhaber. Das wird mit Herzblut geführt. Wir haben ganz tolle Kunden hier, was ja durch das Kurbad auch wieder unterstützt wird, weil wer sich hier schon um sich und seine Gesundheit kümmert, der geht dann auch gerne mal in die Geschäfte. Da sind ganz viele liebe Stammkunden dabei und wo finden Sie noch so eine Ladenzeile, die so geführt wird? Ebenso. Und dass das auch weiterhin so ist hier in Bad Schlema, ist es ja wichtig, dass die Leute hier vor Ort kaufen. Muss man Angst haben vor der Online-Konkurrenz heutzutage? Und was sagen Sie den Kunden? Wir haben ja hier in Bad Schlema den ersten Bürgerkonsum Sachsens gegründet. Den gibt es schon im 11. Jahr. Und ein Slogan war damals, lauf nicht fort, kauf im Ort. Ja, das passt doch auch heute noch. Passt auch heute noch. Das passt wirklich gut. Weil wenn die Geschäfte schließen, ja, alles im Internet geht nicht. Und vielleicht auch jetzt Arbeitsplätze, Beziehungen, auch das Einkaufserlebnis, das kriegt man am Bildschirm so nicht. Mhm. Und das Produkt hat dann auch nicht diesen Wert, wenn mir das irgendwer schickt. Mhm. Wenn ich aber in der Gärtnerei mir den Strauß binden lasse, dann hat es für mich eine Geschichte, dann kenne ich die Produktion, dann verschenke ich den auch viel lieber, als wenn ich den irgendwo nur woher bekomme, was anonym ist. Mhm. Wer das Jubiläum jetzt verpasst hat zum Beispiel, weil wir gehen jetzt ein bisschen später auf Sendung und trotzdem so ein bisschen das Flair haben möchte. Wenn man über die B169 durch Bad Schlema fährt, dann wirkt es so ein kleines bisschen hektisch und nicht so sehr gemütlich. Aber in 5 Minuten ist man hier in einer ganz großen Oase. Beschreiben Sie das Ganze mal. Das ist eine andere Welt, das stimmt. Und man ist wirklich sofort dort. Wir sind ja mitten im Zentrum zwischen Aue, Schneeberg, also hier im Gebirge. Und wir wissen ja auch alle, unser Jubiläum bedeutet, dass Bad Schlema ein Ort war, der sehr gelitten hat. Und was daraus entstanden ist, das ist natürlich wunderbar. Sie haben hier den großen Kurpark. Sie können auch in 1-2 Stunden mal abschalten, einfach mal zur Ruhe kommen. Weil diese ruhige Zone, diese verkehrsberuhigte Zone, die bietet sich dazu an. Ob das jetzt ein Tag ist, ein Wochenende oder auch mal eine 3-Wochen-Kur. Es ist einfach nur schön hier und das ist mitten im Erzgebirge schon eine Perle geworden. Da sind wir sehr froh drüber. Vielleicht schon mal zum Schluss noch vorausschauend. Sie sagten, nächstes Jahr ist 20 Jahre Reformhaus hier an dieser Stelle. Wird das gefeiert? Haben Sie da schon Pläne? Auf alle Fälle. Wir haben die ganzen Jahre schon immer sehr viele Veranstaltungen durchgeführt. Wir laden uns renommierte Redner ein. Unsere Firmen unterstützen uns sehr gut. Wie zum Beispiel heute die Frau Jauch von der Firma Algodrim oder von Beauty Spa. Wir haben, wie Sie sehen können, von Aronia Original heute eine Dame zur Verkostung da. Wir hatten schon ganz tolle Vorträge und im nächsten Jahr werden wir das natürlich toppen. Okay, vielen Dank Marion Thomas vom Reformhaus hier am Kurbad in Bad Schlema. Ja, und meine Damen und Herren, BK5784 oder BK8785. Was sind das für Abkürzungen? Hat nicht mit Betriebskosten oder Basisklassifikation zu tun. Aber es ist ein Produkt, was auch hier aus Bad Schlema kommt. Und zwar ein Anti-Aging-Gel. 100 Jahre Kurbad und das Moisturizing-Gel 100 Jahre Kurbad ist extra fürs Jubiläum von Beauty Spa Bad Schlema hergestellt und entwickelt worden. Und
Dazu sehen wir jetzt den nächsten Beitrag. Den folgenden Beitrag präsentiert Ihnen die MBR Medical Beauty Research GmbH Bad Schlema. Hautpflege an der Grenze zur Medizin. Beauty und Wellness im Sekundentakt. Was hier in Bad Schlema in Tuben, Döschen oder Flakons gefüllt wird, ist zwar echt Erzgebirge, aber auch echt international. Die Frau von Welt schätzt die Pflegeprodukte aus der Kurbadgemeinde, der Mann mittlerweile auch. Gele, Cremes und Parfums aus dem Hause Beauty Spa haben längst den Weltmarkt erobert. Unter ganz verschiedenen Marken, denn die Firma versteht sich als Dienstleister, entwickelt Rezepturen, produziert und füllt ab, auf höchstem Niveau. Was vor 20 Jahren mit einem Kleinbetrieb aus 6 Mitarbeitern begann, hat sich bis heute zu einem gefestigten Familienunternehmen entwickelt. Längst mehr als 30 Mitarbeiter werden hier beschäftigt und 3 Generationen der Familie halten die Fäden zusammen. Beauty und Wellness wird hier nicht nur produziert, sondern gelebt. Noch ein paar Strandliegen und die Wellness-Oase inmitten der Bergbaulandschaft ist perfekt. Gründerin Christine Rösler sagt heute, sie sei froh, ihre Firma Beauty Spa, heute mit dem Zusatz Servicegesellschaft versehen, in Bad Schlema angesiedelt zu haben. So ganz nebenbei entstand dabei aus einem alten Wismut-Gebäude sogar noch ein ansehnlicher Firmenstandort. Zum 100-jährigen Jubiläum des Kurbetriebes hat das Unternehmen darum auch 2 eigene, limitierte Produkte kreiert. Pflegegele fürs Gesicht, Moisturizing und Anti-Aging. Und die haben es in sich. Kleine Kapseln mit Pulvern. Nicht irgendwelche, nur Gold, Diamanten und Saphir waren für das Jubiläum gut genug. Die Hyaluronsäure sorgt für zusätzliche Frische und Feuchtigkeit in der Haut. Das, so Christine Rösler, passe hervorragend zum neuen Image des Ortes, dessen Verwandlung sie in den vergangenen 25 Jahren hautnah miterleben durfte. Eine Inspiration. Bürgermeister Jens Müller ist begeistert, denn jetzt gibt es Schlema auch zum Eincremen. Wer hätte das einmal gedacht? In diesen großen Edelstahlbehältern werden die Bestandteile gemischt. Die Rezepturen sind natürlich geheim und oft sogar Eigenentwicklungen. Also hier sieht man unsere neue Vollprozessanlage. Hier werden Cremes hergestellt, Lotionen hergestellt, Shampoos hergestellt, spezielle Gele. Die bestehen, so ist es Philosophie bei Beauty Spa, nur aus hochwertigen, zertifizierten und geprüften Rohstoffen. Unabhängig davon werden alle Produkte nach ihrer Herstellung nochmal auf allerhand Qualitätskriterien getestet. Wir sind hier in unserem Prüflabor. Die Produkte, die aus der Produktion kommen, in einem Behältnis, werden hier geprüft, und zwar auf bestimmte Parameter. Das heißt, die Viskosität, der pH-Wert, die Dichte, wie das Produkt aussieht, von der Farbe her und der Geruch. Und dann noch ein Bakterientest für 48 Stunden, was dann im Prinzip Bakterien und Pilze, dass das keimfrei ist. Denn alle Produkte sollen sicher sein. Egal, ob sie nun aus der größten oder der kleinsten Produktionsanlage entstammen, egal, ob vom Kunden gelieferte oder im eigenen Labor entwickelte Rezepturen. Und wir haben insgesamt, jetzt sind wir 20 Jahre auf dem Markt, fast 6.000 verschiedene Rezepturen entwickelt, die alle unser Eigentum sind. Der Kunde kriegt es zur Verfügung gestellt, aber es bleibt alles unser Eigentum und unser Know-how. Also wir stellen sämtliche Produkte her, von Gels, von Cremen, über Tonics, über Reinigungsmilch, über Cleanser, alles, was man sich vorstellen kann, bis zu Mascara, bis zu spezielle Wimpernzeren, bis zu spezielle Anti-Aging-Produkte, die eine Sofortstraffung haben, innerhalb von 7 bis 20 Minuten. Also dieses Thema berühren wir und da beliefern wir Kunden in ganz Europa. Und das verpackt und konfektioniert ganz nach Kundenwunsch. Eines der neuesten Projekte ist ein Parfum, Fleur de Paris, in ungewöhnlich großer Abfüllmenge. Es ist alles Handarbeit. Diese Kragen werden mit der Hand draufgeklebt. Ist übrigens ein tolles Design. Dann kommt eine Kappe noch drauf, per Hand. Und wenn das alles fertig ist, dann gehen wir in die Konfektionierung, also regelrecht in diese Coffrets, die auch sehr, sehr wertvoll sind. Also es ist ein wertvolles Projekt, aber auch ein sehr aufwendiges Projekt. Schon jetzt ist auch die Firmennachfolge geregelt. Bei Enkeltochter Silvana sollen zukünftig die Fäden zusammenlaufen. Dafür ist sie gut vorbereitet.
Nach meiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung habe ich begonnen, alle Abteilungen in unserem Unternehmen zu durchlaufen. Begonnen habe ich in der Produktion an unserer kleinsten Produktionsmaschine. Die stellt Cremes bis 10 Kilo her. Und ich fand es von Anfang an sehr wichtig, nicht nur zu wissen, was wir machen, sondern wie die einzelnen Tätigkeiten und Prozesse im Unternehmen ablaufen. Beauty und Wellness made in Bad Schlema. Das passt perfekt in das Image des einstigen Bergbau- und heutigen Kurortes. Internationaler Wind weht um die Halden. Und dieses Flair kann sich jetzt jeder auch auf die eigene Gesichtshaut auftragen. Was für ein Fest! Diesen Beitrag präsentierte Ihnen die MBR Medical Beauty Research GmbH Bad Schlema. Hautpflege an der Grenze zur Medizin. 100 Jahre Kurbetrieb im Schlematal wurde über Pfingsten gefeiert und natürlich ist eines der vielen Standorte zu diesem Fest auch das Kurmittelhaus gewesen. Denn das Kurmittelhaus, Katja Morgenstern, die Marketingchefin, kann man sagen, ist ja eigentlich das zentrale Objekt hier für die Kuren in Bad Schlema. Oder sehe ich das falsch? Das ist genau richtig. Und zwar, wir haben hier das Gesundheitsbad Actinon mit Saunalandschaft und Wellnessoase. Hier kommen täglich zahlreiche Gäste her, um sich verwöhnen lassen. Und natürlich werden hier auch die Radonanwendungen durchgeführt. Die schmerzlindernd wirken bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, bei Hauterkrankungen, sie lindern Entzündungen. Und das dafür ist Bad Schlema deutschlandweit bekannt, sogar über Deutschlandgrenzen hinaus. Es kommen sehr, sehr viele Gäste zu uns. Das Bad hat ja manchmal so den Anschein, ja, es sind viele ältere Menschen, aber das scheint nur so, oder? Tagsüber sind natürlich die älteren Gäste da. Das hängt natürlich erstens mit der Tageszeit zusammen und die Radonanwendungen helfen ja auch bei rheumatischen Erkrankungen, bei Erkrankungen des Bewegungsapparates und diese Beschwerden haben sehr oft die älteren Gäste. Aber das Bad ist ja auch zur Entspannung und gerade in den Abendstunden kommen auch sehr, sehr viele junge Gäste. Ab 20.30 Uhr haben wir Mondscheintarif. Da dominiert wirklich die jüngere Zielgruppe, nutzen Badelandschaft, Saunalandschaft. Die Wellnessoase wird von Gästen jeder Altersgruppe frequentiert. Einfach mal einen Tag abschalten vom Alltag, eben ausspannen, Urlaub, Kurzurlaub, zwei Übernachtungen mit im Kurhotel oder in einem anderen Hotel im Ort. Also man kann wirklich wunderbar entspannen und sich wohlfühlen. Sie haben es gerade angesprochen, man kann ja nicht nur baden, sondern man kann ja auch in die Sauna gehen. Man kann andere Wellness-Anwendungen machen. Was gibt es denn für Wellness-Anwendungen? Gerade jetzt für die Sommermonate ist gut geeignet die afrikanische Anwendung, auch die balinesische Anwendung oder die türkische Seifenschaummassage. Wir haben ein großes Angebot an exklusiven Massagen, Massagen mit Aromaöl, Rückenmassagen, Ganzkörpermassagen, aber auch kosmetische Anwendungen, Fußpflege oder Ayurveda. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im Sommer vielleicht das Exotische zu empfehlen, die afrikanischen Anwendungen. Also wirklich für jeden Geschmack, Sie haben es ja gerade schon gesagt. Wir sind aber jetzt hier im Außenbereich. Für alle, die das Actinon, das Kuhmittelhaus hier kennen, für die war das Bad eigentlich nur ein Bad, wo man reingeht und im Inneren ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Nein, wir haben natürlich einen sehr schönen Außenbereich, man sieht es natürlich. Es sind Ruheliegen um das Becken, das Wasser ist sohlehaltig, wir haben warmes Wasser, man fühlt sich wirklich fast so, als wäre man am Meer. Man kann wunderbar entspannen. Das ist erstmal dieser Bereich. In der Sauna setzt sich dieser sommerliche Bereich fort. Wir haben einen sehr schönen Saunagarten mit zahlreichen Ruheliegen, nochmal ein warmes Außenbecken, eine Saunabar, wo auch Cocktails gemixt werden. Also es ist natürlich auch was für die Sommermonate. Und wir haben ja jetzt dieses eine Jubiläum, also 100 Jahre Kurbetrieb im Schlematal, nun schon hinter uns. Aber es steht ein weiteres Jubiläum noch in diesem Jahr an. Natürlich, 20 Jahre Gesundheitsbad Actinon. Das feiern wir am 27. Oktober. Und zwar haben wir da ein großes Programm vorbereitet. Ein Programm ganz im Stile der goldenen 20er Jahre. Das heißt, wir haben Live-Musik, wir haben einen Frühschoppen auf Sächsisch. Also wir haben wirklich ein ganz buntes Programm mit Harmonovus und vielen anderen Künstlern, geschichtlichen Vorträgen. Also das sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir freuen uns auf alle Fälle auf Ihren Besuch am 27. Oktober im Gesundheitsbad Actinon. Ist ein Samstag. Okay, vielen Dank, Katja Morgenstern, die Marketingchefin. Und wir haben es ja schon gerade gesagt, ne, 20 Jahre gibt es das Actinon nun bereits. Und wir wollen da mal ein kleines bisschen in die Geschichte schauen. Expo 2000,
Revitalisierung der Gemeinde Schlema. Natürlich Schlema. Eine über 600 Jahre alte Gemeinde wandelt sich vom Bergbauort zur Wohlfühlheimat. Schlemas Wasser wirken Wunder, heute wieder so wie einst. Die ersten radonhaltigen Quellen werden 1574 erwähnt. Richard Friedrich, der geistige Begründer des Kurbades. 1911 erschließt er im Markus-Semmler-Stollen die intensivste Radium-Emanationsquelle der Welt. Damit legt er den Grundstein für das weltweit stärkste Radiumbad, das am 16. Mai 1918 in Oberschlema eröffnet wird. Die Kuren sind erfolgreich. Der Zustrom wächst unaufhörlich. Eine moderne Infrastruktur entsteht mit Kurhotel, Eisenbahnanschluss, großzügigen Parkanlagen und vielem mehr. Die höchsten Besucherzahlen hat das Radiumbad Oberschlema 1943, über 2000 Gäste pro Tag. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Sommer 1946 erreicht das Kurbad noch einmal eine Tageskapazität von über 1000 Bäderausgaben. Ein Kurbetrieb mit Weltruf, der auch von einer Vielzahl prominenter Gäste besucht wird. Doch das interessiert die Wismut überhaupt nicht. Der gesamte Ortskern und schließlich auch die Kuranlagen werden dem Uranerzbergbau geopfert. Die Gegend wird zur Mondlandschaft. Vom einstigen Kurbad ist nichts mehr zu sehen. Halden bestimmen das Bild. 1990 wird der Uranerzbergbau eingestellt. Die Chance für einen Neubeginn. Die Revitalisierung des Schlematals. Es war sehr, sehr schwer vorzustellen, dass in dieser maßlos geschundenen Gegend man wieder ein Kurbad errichten könnte. Wohl kaum einer glaubt damals daran, dass in dem geschundenen Bergbauort jemals wieder das Flair eines Kurbades einziehen kann. Schlema wird in den Medien als Tal des Todes bezeichnet, das durch Radon verstrahlt ist. Die Belastung, die bei der medikamentösen Anwendung, sei es als Bad oder Inhalation, ist so gering, bezogen auf die Gesamtexposition in der Natur, dass es sie als nicht gefährlich anzusehen ist. Es ist kein Grund, deswegen eine Therapie nicht durchzuführen. Verschiedene Testreihen beweisen dann auch die gesundheitsfördernde Wirkung von geringen Mengen Radon. 1992 wurde in Schlema erstmals im deutschsprachigen Raum eine Doppelblindstudie zum Wirksamkeitsnachweis von Radonbädern durchgeführt. An dieser Studie nahmen 46 Patienten teil. Und im Ergebnis dieser Studie konnte eindeutig die schmerzlindernde Wirkung von Radonbädern nachgewiesen werden. Radon zählt heute zu den wirksamsten Heilmitteln in der Bäderheilkunde. Es bewirkt eine Stimulation des Immunsystems und mobilisiert Hormone zum Abbau übersteigerter, krankhafter Schmerzempfindungen. Die Aufnahme des Radons erfolgt durch Inhalation, Hautpenetration oder auch durch Trinkkuren. Man kann sagen, dass diese erfolgreiche Durchführung dieser Doppelblindstudie, welche ja erstmals im deutschsprachigen Raum in dieser Art und Weise durchgeführt wurde, der Startschuss war für den Wiederaufbau unseres Kurortes hier in Schlema. Am 25. Oktober 1998 wird das neue Kurmittelhaus feierlich eröffnet. Im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Kurt Biedenkopf und seiner Frau, der Schirmherrin Ingrid Biedenkopf. Das radonhaltige Heilwasser ist mittlerweile staatlich anerkannt und Schlema trägt das Prädikat Ort mit Heilquellen Kurbetrieb. Individuelle Wohlfühlangebote finden sich in Schlema ebenso wie die Kuranwendungen, die von fast allen deutschen Krankenkassen anerkannt werden. Im Kurmittelhaus gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich gesund pflegen zu lassen. Dies ist eines unserer Therapiebecken, in welchem sowohl Gruppen- als auch Einzelgymnastik durchgeführt wird, mit dem Ziel der Verbesserung der Beweglichkeit insgesamt, aber auch der Verbesserung der Beweglichkeit einzelner durch Arthrose veränderter Gelenke. In speziellen Wannen können sämtliche Bäder verabreicht werden. In erster Linie Radonbäder, aber auch medizinische Bäder mit jeglichem Zusatz sowie Gasbäder. Das Besondere an dieser Wanne ist, dass wir für Patienten, welche behindert sind, also gehbehindert zum Beispiel, einen Aufklappmechanismus haben und ein Einsteigen hier relativ leicht möglich ist. Der Patient kann sich dann in die Wanne legen und nach Verschließen der Wanne wird das Wasser eingelassen. Wenn wir hier Radonbäder verabreichen, dann beträgt die Temperatur etwa 37 Grad und die Badedauer 20 Minuten. Um ein Abkühlen zu verhindern, wird die Wanne abgedeckt.
In der 37 Grad warmen Sandliege fühlt sich der Patient fast wie in der Sahara. Er soll sich schon fühlen wie in der Wüste. Wir haben hier einen konstant angewärmten Sand und in dieses Sandbett wird der Patient von Kopf bis Fuß gebettet. Und dies ist natürlich eine wunderbare Wärmebehandlung, welche entspannend und natürlich auch schmerzlindernd wirkt. Nachweisliche Heilerfolge gibt es bei degenerativen Wirbelsäulen- und Gelenkleiden, Weichteilrheumatismus und Gicht, aber auch bei Arthrosen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Die Gäste kommen aus ganz Deutschland, wie Familie Steinhauer aus Stuttgart. Und sie kommen gern wieder. Es war wirklich sehr angenehm und schön. Und ich habe empfunden, dass das Wasser ungeheuerlich wohltuend gewesen ist. Es ist sehr heilend. Und wir sind das zweite Mal, wir kommen aus Stuttgart. Die Anlage hat sich hier enorm verändert. Immer mehr Gäste wollen sich im Kurbad Schlema verwöhnen lassen. Es ist also schon so, dass jetzt eine Anmeldezeit von etwa 4 Wochen erforderlich ist, um die ganzen Kurgäste einplanen zu können. Und dies ist sicherlich nicht zuletzt dem doch deutlichen Erfolg unserer Radontherapie zu schulden. Heilendes Wasser, der jahrhundertealte Schatz. Heute so wichtig wie einst. Zum Nutzen aller, die es sich im neuen Schlema wohl sein lassen wollen. Kurbad mit Tradition und Zukunft. Natürlich Schlema. ERZ-TV, das Magazin aus Bad Schlema. Noch einmal herzlich willkommen. Und es wäre nicht das Magazin, wenn wir nicht auch ein bisschen Hintergründiges hätten. Dazu habe ich mir jetzt eingeladen Dr. Oliver Titzmann. Und der ist Ortschronist hier in Bad Schlema. Und er hat eine Festschrift verfasst erstmal zu diesem Thema 100 Jahre Kurbetrieb 2018 in Bad Schlema. Und ich habe ein bisschen gestockt deswegen, weil Festschrift, naja, es ist vielleicht ein kleines bisschen untertrieben, denn es ist schon ein ausgewachsenes Buch geworden, oder? Damit haben Sie recht. 220 Seiten stark ist es, hat ordentliches Gewicht, 600 Fotos und Dokumente und, glaube ich, einen ordentlichen Text. Und ich hoffe, die Leser, die sind auch zufrieden mit dem, was wir dann gemeinsam geschaffen haben. Denn ich bin zwar der Autor, aber es gibt eine ganze Gruppe, eine Arbeitsgruppe Festschrift und 3-4 andere Personen drumherum haben das Ganze mit betreut und gestaltet. Worum geht es denn da drin? In dieser Festschrift geht es ausschließlich um den Kurbetrieb, das heißt nicht um die politische Entwicklung der Gemeinde Radium Bad Oberschlema, sondern wie haben die Kurgäste den Kurbetrieb erlebt, welche Badeärzte waren da, wie lief so eine Radon-Kur früher ab und wir haben uns auf keinen Fall verengt nur auf Radium Bad Oberschlema, sondern haben Niederschlema mit einbezogen, mit dem großen Erholungsheim, der Lazarettbetrieb, das Radiumforschungsinstitut. Und alles das komplett macht überhaupt erst einmal 100 Jahre Kurbetrieb aus. So sieht's aus. Da ist richtig Musik drin, sozusagen, wie hier vor diesem Musikbrunnen. Aber was fasziniert denn Sie als Ortschronisten am meisten an der überaus bewegten Geschichte von Bad Schlema? Ja, mich fasziniert schon am meisten das Auf und Ab. Denn ein Kurort oder ein normaler Ort hat eine Entwicklung, die kann geradlinig sein, die kann leicht nach oben geneigt sein. Aber dieses Tal, diese Berge und Wellen, das ist schon faszinierend. Ein Ort, der komplett abgeräumt wurde, der völlig zerstört wurde, der in seiner Existenz ja keine Zukunft mehr hatte, der aber eine Wiedergeburt erfahren hatte, das ist schon sehr faszinierend und auch schon so ziemlich einzigartig. Denn dieses Auf und Ab haben nur wenige Orte überhaupt in Deutschland erfahren. Und Oberschlema bzw. heute Bad Schlema gehört dazu. Machen wir doch mal ein kleines Gedankenexperiment und tun so, als ob es die SDAG Wismut früher nicht gegeben hätte. Was wäre denn jetzt aus Bad Schlema geworden? Nur Schlema oder hätten wir ein zweites Marienbad zum Beispiel? Da gibt es durchaus einen Fingerzeig, denn nach dem Zweiten Weltkrieg hat Radium Bad Oberschlema eine Fortsetzung erfahren. Also es ging 1946 mit einem neuen Kurbetrieb los, mit einer neuen Kursaison, die unglaublich erfolgreich war. Und ich nehme als Maßstab immer Brambach. Und wir hätten garantiert die Entwicklung wie Radium Bad Brambach oder heute Bad Brambach genommen. Schlema hätte garantiert nicht mehr diesen ganz großen Status eines Radiumbades gehabt wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich bin mir sicher, dass Bad Schlema auch heute als Radiumbad Schlema, Radonbad Schlema ohne SDAG Wismut schon noch eine Hausnummer in Deutschland gewesen wäre. Die Wismut hat einen großen Bruch mit sich gebracht. Das Bad hätte seine Fortsetzung erfahren und wie gesagt, mein Indikator ist etwa Brambach. Ja, Sie als Geschichtsforscher kennen sicherlich auch das Projekt Ökopark Silbertal. Was ist denn davon entstanden oder war das eventuell auch eine Nummer zu groß für Schlema mit zum Beispiel der Catfish-Zucht, die da angesprochen war und was da alles da noch so herum entstehen sollte? Oder welche Potenziale sehen Sie denn noch dafür?
Das Projekt ist garantiert nicht tot. Es war eine Nummer zu früh, fand ich, denn es wird eine Zeit kommen und das ist nicht mehr fern. Da wird dieses Ökopark, dieses Silbertal, das wir schon damals konzipiert haben, Wirklichkeit werden. Es hatte damals was zu tun mit den knapper werdenden Ressourcen. Die Energieressourcen sind nahezu aufgebraucht. Wir müssen neue Ideen finden und müssen die Geothermie dringend nutzen. Die Idee, die Bürgermeister Barth schon hatte, die war hervorragend gewesen. Ich denke, dass wir es in wenigen Jahren umsetzen können. Die Gemeinde allerdings wird das allein nicht können. Man braucht einen privaten Investor, der sagt, ich bringe das Geld mit, die Idee habt ihr. Dann kommt privates Geld und die Idee der Gemeinde zusammen und dann wird was draus. Also ich prophezeie, dass in 10, 15 Jahren ein Ökopark Silbertal in einer anderen Form unter der Nutzung der Geothermie hier im Schlemertal Wirklichkeit werden wird. Und wir bei RCV haben vor 15 Jahren schon einmal darüber berichtet. Und diesen Beitrag, den wollen wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Schlemer und die Eckpfeiler seiner Geschichte. Der Markus-Semmler-Stollen, die Zeit als Kurbad, die Wismut-Ära und die Rückkehr zum Kurort. Oberschlemer ist wieder Erholungsgebiet. Die Sanierung konzentriert sich heute auf Niederschlemer. Geht es nach dem Willen einiger Enthusiasten, soll die Revitalisierung des Gebietes gleich mit der Planung eines gewaltigen Projektes verbunden werden. Das Großprojekt nennt sich Ökopark Silbertal. Damals zur Wende, als es um Schlemer ging und heute, wo es um die Region geht, ein Aktivist der ersten Stunde, Bürgermeister Konrad Barth. Ökopark heißt, dass die Industriegebrauchen abgebrochen werden, dass die Flächen renaturiert, rekultiviert werden, sie Voraussetzungen bilden, um neue Arbeit anzusiedeln. Also nicht nur, um Natur wiederherzustellen, sondern um diesem Muldental, dem Schwarzwassertal, eine neue Zukunft zu geben. Das klingt euphorisch und in der Tat soll durch die Ökopark Silbertal GmbH ein ganz neues Berggeschrei entfacht werden. Politiker, Geschäftsleute und Privatpersonen haben sich zusammengeschlossen, um Kräfte zu bündeln. Unter ihnen ist auch Barths langjähriger Weggefährte, der Wismut-Experte Christoph Rudolph. Der Herr Barth und ich stellen also Aufsichtsrat und Geschäftsführung ehrenamtlich dar und haben uns die Aufgabe gestellt, in den ersten Monaten oder auch dann Jahren einige Dinge voranzubringen, aber das nur so weit, dass dann in einigen Jahren dann jüngere Leute das mal fortsetzen, was wir jetzt anstoßen. Über ein Jahrzehnt wird die Umsetzung dauern, eines steht aber schon heute fest. Der Fluch des Uranbergbaus, riesige Halden und Hohlräume, ist ein Segen für das Projekt. In den gefluteten Schächten verbirgt sich ein gewaltiges Potenzial an Erdwärme. Unter unserer Gemeinde und Nachbargemeinden befindet sich ein Hohlraum von 50 Millionen Kubikmetern. Ein Hochhaus vergleichbar mit 60 Etagen ist in den Berg hineingebaut worden. Dieses Riesenfass ist voll Wasser gelaufen. In Europa ist so eine Fülle, so eine Größenordnung nicht noch einmal vorhanden. 700.000 Liter Wasser mit einer Temperatur von 26 Grad fließen momentan ungenutzt in die Mulde, stündlich. 20 Megawatt Energie, ein Schatz, der nicht einmal mehr gehoben werden muss und der ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Zum Beispiel Wohngebiete zu beheizen, Trubenzentren, ein Gewächshauskomplex, einen Reiterhof zu etablieren, einen Affenberg zu schaffen, die Kettfische zu produzieren. Den Schacht als Denkmal wollen wir erhalten. Die Industriebrachen abreißen. Die Landschaft wieder zu gestalten. Fantastische Erlebnisbereiche zu schaffen. Gehen wir weiter mit dem Golfpark. Bringt für unsere Region, für unsere Jugend Zukunft und Arbeit. Ohne Arbeit nützt uns die schönste Landschaft nicht. Es gibt 1000 verschiedene Gedanken für ein Projekt, das sich nicht räumlich begrenzen lässt auf ein Stück Muldental zwischen Hartenstein und Schlemer, sondern das sich hinziehen soll bis Aue und weiter Richtung Schwarzenberg. Es soll auf das gesamte Städtesechseck ausstrahlen und muss entsprechend von breiter Schulter getragen werden. Da mangelt es freilich noch, bemerkt Barth. Haben wir eigentlich in der Politik noch nicht die Partner auf Landes- und Bundesebene, möglicherweise auch auf Landkreisebene, das will ich jetzt nicht werten, die sich richtig vor den Kern spannen. Und wir brauchen auch die wirkliche
im wahrsten Sinne des Wortes gemeinsame Aktivität der umliegenden Städte und Gemeinden. Es gibt aber noch ganz andere Probleme zu lösen. Firmen, die nicht in den Ökopark passen, müssen umgesiedelt, Besitzverhältnisse von Industriebrachen geklärt werden. Das ehemalige Werk 1 der Papierfabrik, das sieht alles desolat und schlecht aus. Das muss natürlich alles versucht werden, mit in der Reihe zu bringen. Dann kann man davon ausgehen, dass man vielleicht in 3, 4, 5 Jahren die ersten Maßnahmen umsetzt und vielleicht mal fertig sein werden in 10 Jahren. Dann, wenn die Wismut dann hier auch ihre letzte Sanierung unter Tage wie über Tage abgeschlossen hat. Christoph Rudolf, bald Direktor im Ruhestand, spricht da schon als Privatmann. Momentan gleicht seine Arbeit bei der Wismut und in der Ökopark GmbH einem Spagat. Denn die Aufgabenstellung der Wismut lässt sich nicht wirklich mit den Zielen des Silbertals vereinen. Die Wismut betreibt Gefahrenabwehr, doch mit jeder fertigen Halde brechen Arbeitsplätze weg. Konrad Barth mahnt auch hier Umdenken an, will die Wismut unbedingt mit ins Boot nehmen. Visionen und Illusionen. Schon einmal vor knapp 15 Jahren hatten Konrad Barth und eine Handvoll Mitstreiter große Pläne. Wer den Bürgermeister damals nicht ernst genommen hat, der sollte den gleichen Fehler 2002 nicht nochmal machen. Ja, Ökopark hin oder her, Dr. Oliver Titzmann, was haben Sie denn eigentlich nach der Wende von der Handvoll, es ist nicht böse gemeint, aber wenn man sagt, von der Handvoll verrückter Leute um Altbürgermeister Konrad Barth gehalten, die sich da aufmachten, das Kurbad wiederzubeleben? Also Konrad Barth und seine Getreuen, die haben ja damals leid getan, weil die, auch das Wort sei mir verziehen, in der Öffentlichkeit schon Dresche bekommen haben. Mhm. Sie wurden lächerlich gemacht und hat die mit Herr Kurdirektor begrüßt. Ich weiß, dass der Bürgermeister sich auch sehr darüber geärgert hat. Mhm. Aber das war eine Idee gewesen, die damals völlig abstrus war. In einem Tal voller Halden und voller Schächte und in einem lebensunwerten Ort einen Kurort gründen zu wollen. Alle haben gesagt, oh, macht mal langsam, versucht mal aus dem Ort irgendwas Neutrales zu machen. Also einen lebenswerten Ort in Form von, wir schaffen mal wieder die Ebene Null, aber einen Kurort draus zu machen, das hat man für totale Spinnerei gehalten. Ich gehörte übrigens damals nicht zu denen, denn ich war als Kind schon und als Jugendlicher verliebt in das alte Radium Bad Oberschlema, habe immer geträumt von Postkarten, wenn ich sie angeschaut habe, dass sowas wiedergeben könnte. Und ich habe mir sehr gewünscht, dass das gelingt und war damals schon nicht in erster Linie, nicht in erster Reihe ein geistiger Mitstreiter. Aber wer Student ist, ist hier nicht vor Ort, kann also nicht direkt unterstützen. Aber ich gehörte nicht zu den Zweiflern, sondern zu denen, die mit großer Freude diese Entwicklung gesehen haben. Und später hatte ich die Möglichkeit, auch die Ehre und ja, die Möglichkeit, das muss ich so mal erwähnen, dort einzusteigen und das Ganze mit zu begleiten. Und es wird noch sicherlich viel Material hier in Bad Schlema geben, was man aufschreiben kann. Danke, Dr. Oliver Titzmann, für diese Informationen. Ich glaube, wir sind da einer Meinung, die Bad Schlema, die können stolz auf das Erreichte sein, auf das Geschaffene, auch wenn es hin und wieder einmal Meinungsverschiedenheiten gibt. Gerade, wie wir es vorhin schon mal gehört haben, von Jens Müller zur bevorstehenden Fusion zwischen Aue und Bad Schlema. Ja, das war's. Das war das Magazin aus Bad Schlema. Ich hoffe, wir konnten Sie zum einen gut unterhalten und zum anderen haben wir Ihnen auch einige wesentliche Informationen über den Ort selbst übermitteln können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Und ja, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, diese Sendung, die ist natürlich eine Sendung, die nicht allein entsteht von einem Moderator, sondern von ganz, ganz vielen. Danke an Frank Mietling, danke an Bernd Puttwill und danke auch an Mario Rusniak für die großartige Unterstützung hier hinter den Kameras oder auch in den Redaktionsstuben. Also, machen Sie es gut.